Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Hallo liebe Küchengemeinde, heute ist Dienstag, der 23. Januar 2024 und wir machen uns heute ein wahrscheinlich das bekannteste Essen aus der DDR und die meistverbreitetste Suppe überhaupt, nämlich eine Soljanka. Habe ich selber auch noch nie gegessen, noch nie gekocht, aber es fängt immer irgendwann mal damit an. Und das ist das, was wir dazu brauchen. Wir nehmen also jetzt hier alles, was der Kühlschrank so an Wurst übrig hat und was weg muss. Die Soljanka gibt es eigentlich kein eindeutiges Rezept dafür, sondern es ist eine, nennen wir es mal, Abfallsuppe von allem, was man so an Wurst oder wahrscheinlich auch noch Fleisch übrig war und halt weg musste. Wir brauchen dazu noch eine Brühe, wir brauchen dazu Gurken, wir brauchen ein Lecho, wir brauchen einen Tomaten, gewürfelte Tomaten, eine Zwiebel, etwas Wasser für die Brühe und halt noch eine Zitrone. Und einen Schuss Sahne werden wir dann später auch noch reintun. So, ich fange also jetzt damit an, dass ich mal den Topf hier einschalte. Und gebe dann einen Schuss Öl rein. Können wir ja schon mal die Zwiebeln da drinnen, die ich hier schon geschnitten habe, die können wir ja schon mal hier in den Topf geben. Und dann können wir die schön glasig dünsten. So, und dann fangen wir mit der Wurst schneiden an. Ich habe hier eine scharfe Cabanosse, ich habe hier ein paar Wiener, ich habe hier eine scharfe Käsewurst, ich habe hier Wolfi, das sind Bauernwürste und Speck. Und das schneiden wir halt jetzt alles auf die Schnelle klein. Und wenn die Zwiebeln dann angedünstet sind, dann geben wir die Wurst dazu. Hier, die geben noch eine schöne pikante Note dazu. Die Würste hier, die habe ich von einem Metzger, den habe ich jetzt mal neu ausprobiert. Das ist so ein kleiner Bauernladen, so ein Hofladen, die selber würsten. Und die habe ich jetzt mal ausprobiert. Schmeckt ganz lecker, diese Käsewurst hier, die auch pikant ist. Weil der Wolfi immer mal nachfragt, was ist eigentlich eine Bauernwurst? Es ist vom Prinzip eine geräucherte Bratwurst. Meistens sind sie dann auch dunkler geräuchert, die
Der Metzger hier, der macht es ja nicht so dunkel. Ich mag es ja eigentlich dunkler. Der Wolfi hat ja neulich erst sowas als Frühwurst, glaube ich, gemacht. Der einzige Unterschied ist, dass hier noch Majoran mit drinnen ist, im Gegensatz zu den anderen. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen kurz andünsten hier. Eigentlich auch ein ganz besonderer Topf hier, in einer der bekanntesten Köche Deutschlands, der auch viel in YouTube unterwegs ist, vertreibt. Kommt aus Hamburg und ist wohl der bekannteste Fischkoch auch, den wir in Deutschland haben. Auch permanent auf Tour. Und kocht auch mit Promis immer um die Wette. Der Vorteil dieser Teppe ist, dass man da drinnen eigentlich sogar schneiden kann, weil da ist ja Metallbelag drinnen. So, ich soll jetzt mal die Wäsche hier schon mal anschließen, was wir jetzt da noch brauchen. Okay.
wir unsere gewürfelten Tomaten dazu. Und unser Lecho-Gemüse. So, wie fast jeden Tag ist mir jetzt mal wieder meine Batterie ausgegangen. Aber wir haben hier nichts versäumt. Ich habe Gott sei Dank immer eine Ersatzbatterie zum Wechseln. Dann geben wir hier jetzt unsere Gurken rein. Und unser Wasser für die Suppe. Und von der Brühe hier so einen halben Kochlöffel voll. Und das war es jetzt eigentlich schon. Die Suppe lassen wir jetzt 20 Minuten ungefähr köcheln und dann melde ich. Tja, und so sieht die Suppe dann fertig aus. Schauen, ob ich da noch hinkomme in der Kamera. Die werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, ihr seht, das ist schon eine sehr, sehr gehaltvolle Suppe. Üblicherweise tut man aber Zitrone rein und gibt da noch etwas Schmand oder in dem Fall, so wie wir hier, etwas Sahne drüber. Und dann ist das alles authentisch. Ich wünsche euch guten Appetit. So, nachdem es noch früh am Tag ist und ich noch ein paar Dinge übrig habe, die ebenfalls weg müssen, werde ich jetzt noch wunderschöne Kirschtaschen machen. Und die werde ich mit Marzipan füllen und mit Sauerkirschen und etwas Schokolade. Steht alles schon hier. Hier ist der Blätterteig, der muss auch weg. Und deswegen machen wir uns jetzt dieses wunderschöne Gebäck. Den Ofen kann ich auch schon mal einschalten gleich. Den schalten auf 180 Grad. Marzipan noch ein bisschen plattieren. So. Das
wegmachen. Schaue ich mal, wie groß ich diese Taschen schneiden muss. So. Jetzt nehmen wir so einen Pizzaroller und machen. Jetzt 6 Taschen. So. Klebt schon ziemlich fest hier. Aber egal, jetzt tun wir erst ein Stück von dem Marzipan hier abschneiden. Genau die Länge. Und dann geben wir die Kirschen hier drauf. Wenn das hier einfach zu. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Das da zusammen. So, das erste hätten wir doch schon, wenn auch noch nicht so ganz gut gelungen. Das Loch hier mit Marzipan zu. Thank you.
schaut schon besser aus. Marzipan. Das ist zu groß. Aber auch das wird gegessen. Probieren wir es mal, wenn wir es da drauf legen, ob es da besser geht. Geht noch. So. Also wenn man mal ein paar gemacht hat, geht es ruckzuck. Bin ja begeistert. Genauso wie die Soljanka vorhin, die war übrigens sehr, sehr lecker. Habe ich auch diese Kirschtaschen noch nie gemacht. Aber ist ähnlich wie bei der Spruch mit meinem Hund. Ne? Hat er ja noch nie gemacht. Irgendwann ist halt immer das erste Mal. Da ist der Teig schon ein bisschen gesprungen. Die Taschen sind jetzt etwas kleiner. Und die letzte. Musik.
So, jetzt ist mir ja dann Gott sei Dank die zweite Batterie auch ausgegangen. Kurz bevor ich die letzte Tasche hier fertiggestellt habe. Aber Gott sei Dank habe ich ja noch eine Kamera. Denn was uns jetzt noch fehlt, ist Leute, die würden jetzt ein Ei drüber tun. Aber nachdem ich hier noch etwas Schokolade übrig habe, ich glaube, das ist besser, wenn ich es nicht direkt drüber hoppe. Fläche. So, das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt geben wir das für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. So, jetzt schaut euch doch einmal diese schönen Stückel Kuchen an. Blätterteig mit Marzipan und Sauerkirschfüllung mit Schokolade überzogen und etwas Puderzucker. Ich finde, das ist eine ganz gelungene Nachspeise. Und die werden wir uns jetzt an so einen schönen Kaffee auch schmecken lassen. Bis dann!